Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Lesestunde zum Sonntag, ihr Lieben. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Geschichte. Und also diesen Sonntag kommt erst eine Kurzgeschichte und danach kommt eine Rätsel, Spaß, Story, I don't know, weiß ja nicht, wie es noch aussieht. Auf jeden Fall kommt das, was ich schon angekündigt habe mit dem Heft. Und dann wechseln wir das so ein bisschen. Ne? Und dann ja, gucken wir mal, wie es läuft. Okay. Ich fange jetzt an mit einer also mit den Kurzgeschichten. Nicht? Aus der Geschichte. 70 Kaiser Heinrichs Vogelherd und der wilde Mann. Beim Schulenberg in der Oker liegt eine Anhöhe, auf der jetzt eine Schmiede steht, die heißt Kaiser Heinrich. Hier soll Kaiser Heinrich seinen Vogelherd gehabt haben. Als die Boten kamen, um ihm zu melden, dass er zum Kaiser geweht sei, gerade mit seinen Netzen beschäftigt gewesen sei und ihnen gewinkt haben, solange zu warten, bis er noch einen Zug getan. Zu diesem Vogelherd ist er immer vom Stauffenberg über Grund und Wildemann herübergekommen. Damals ist nun der Harz noch zum großen Teil wüst und unbewohnt gewesen. Und der Gegend kundigte Jäger haben ihn dann den Weg durch Schluchten und Täler führen müssen. Da hat er denn auch einmal an der Stelle, wo jetzt das Städtchen Wildemann steht, den wilden Mann getroffen, der hier früher am Harz gehaust hat. Und davon hat der Ort nachher seinen Namen bekommen. Und ebenso wie ihm derselbe mit einer Tanne in der Hand entgegengetreten, hat man denn auch den wilden Mann mit einer Tanne in der einen oder anderen die Axt in der anderen Hand zum Wahrzeichen der Stadt genommen. Und so ist er auch auf den Wildemannsgulden zu sehen. Ein solcher wilder Mann tritt auch alljährlich am Freischießen, das man um Johannes hält, auf und ist ganz in Moos eingekleidet. 71. Rammelsberg. Zur Zeit, als Kaiser Otto I. auf der Harzburg gehauste, hielt er auch an dem Harzgebirge große Jagden. Da geschah es, dass Ramm nach anderen Remme seine besten Jäger, der an den Vorbergen jagte, der Burg gegen Niedergang und ein Wild verfolgte. Bald aber wurde der Berg zu steil. Darum stand der Jäger ab von seinem Ross, band es an einem Baum und eilte dem Wild zu Fuße nach. Sein zurückbleibendes Pferd stampfte ungeduldig und kratzte mit den Vorderhufen auf dem Grund. Als sein Herr, der Jäger Ramm, vor der Verfolgung des Wildes zurückkehrte, sah er verwundert, wie sein Pferd gearbeitet und mit den Füßen einen schönen Erzgang aufgescharrt hatte. Da hub er einige Stufen ab und trug sie dem Kaiser hin, der alsbald das entblößte Bergwerk angreifen und mit Schürfen versuchen ließ. Man fand eine reichliche Menge Erz. Der Berg wurde dem Jäger zu Ehren Rammelsberg geheißen. Dessen Jägers Frau nannte sich Gosa und von ihr empfing die Stadt Goslar, die nahe bei dem Berg gebaut wurde, ihren Namen. Das Flüsschen, das durch die Stadt rinnt, heißt ebenfalls Gose. Desgleichen das daraus gebraute Weißbier. Der Jäger wurde in der Augustinskirche
Porsche sah schon. Kapelle begraben auf dem Leichenstein mit seiner Frau in Lebensgröße ausgehauen. Rammel trägt in der rechten ein Schwert über sich und Kusa eine Krone auf dem Haupt. Nach anderen hat nicht der Jäger, sondern einen jungen Herrn Pferd Rammel geheißen, das man einmal an den Berg anband, wo es so rammelte und stampfte, dass seine wohlgeschärften Hufeisennägel einen Goldader bloß machten. Noch sieht man auf dem Rammelsberg einen Brunnen, der Kinderbrunnen genannt, worauf zwei steingehauene Kinder stehen, weil unter Heinrich II. Eine schwangere Frau bei diesem Brunnen zweier Söhnlein entbunden wurde. Kaiser Otto soll auf dem Berg oben auf dem Platz namens Weil ein Schloss oder einen Saal gehabt haben, vor dem einst einen gefangenen König das Haupt abschlagen ließ. Späterhin schlug das Bergwerk einmal ein und verdarb so viel Arbeiter. Das führt halb 100 Witwen vor dem Berg standen und ihre Männer klagten. Darauf lagen die Gruben 100 Jahre still. Und Goslar wurde so einsam, dass in allen Straßen hohen Gras wuchs. Die Ritter des Günthers und Erichsburg. Die Ritter der Günthers und der Erichsburg erhoben von den Kaufleuten, welche die großen Hartstraße von Halberstadt nach Nordhausen benutzten, ein Zoll, der auch gezahlt wurde. Als die Ritter jedoch immer mehr verlangten, verweigerte man ihn. Darauf erhoben die Burgherren eines schönen Tages einen ganzen Warenzug auf. Die Begleitmannschaften wurden niedergemacht und zwei Kaufleute gefangen genommen. Darauf rüsteten die Nordhäuser, die Quedlinburger und die Adlersleber eine Schar Kriegsknechte aus, brannten die Burgen, erstürmten sie und knüpften die Burgmannen an den umstehenden Bäumen auf. 73. O Elend, Elend! Im hohen Steinischen liegt die Eisenhütte, Elend genannt. Vor dem stand da, wo jetzt das Dorf und die Eisenhütte liegt, eine Schneidemühle und nicht weit davon auf einem Felsen von geringerer Höhe die Burg eines Raubgrafen. Einst traf der Graf den Müller und der Mühle, der sich gegen ihn vergangen hatte, beim Zerschneiden eines Eichenbocks. Der Wütrich ließ alsbald den unglücklichen Mann auf den Block binden und ihn so auf eine grässliche Art durchschneiden. Des Müllers letzte Worte waren: O Elend, Elend! Von dieser Zeit an ward das Dorf, zu dem die Mühle gehörte, jetzt die Eisenhütte, Elend genannt. Die Burg des Raubgrafen aber war die Elendsburg. Noch sieht man an der höchst ehrlichen und romantischen Gegend auf dem Waldweg nach Schörke die Trümmer dieser Burg. Ich kenne Elend. Ich war da auch schon ein paar Mal. Ja, ist interessant. Kann man mal durchwandern. Ja. Mit Goslar glaube ich auch da. Die Statue habe ich da schon mal gesehen. Ja. Gut, machen wir jetzt die 74. Und dann würde ich sagen, geht es schon wieder weiter nach dem nächsten Kapitel. Aber da machen wir dann auch Ende. Nicht? Und dann fangen wir mal an mit des Herzens Fallendes. Okay, 74. Der Mädchen-Rathausplatz. In Hahnenklee, wie überhaupt den Bergwerken des Harzes, fehlte es in früheren Zeiten gar sehr an Männern. Und die Frauen mussten einen großen Teil der Arbeit mit Versehen helfen, waren deshalb auch gewaltig hinter den jungen Männern her.
Und so kam es denn einmal, dass 12 Mädchen zu gleicher Zeit einen jungen Burschen haben wollte und darüber auf einem Berg oberhalb Hahnklee in einem Streit gerieten, wobei sie so heftig wurden, dass sie in jähem Zorn aneinander einschlugen. Darum hat man die Stelle zum ewigen Andenken dem Mädchen Rathausplatz genannt. Okay. So, dann mal wieder Kuddelmuddel und dann sehen wir uns gleich. So, was hat euch aufgehalten, wollte William wissen, der in England über Teile des Landes herrschte, die ihm so seinem Verdruss ziemlich viel Ärger bereiteten. Er war untersetzt, fast korpulent, gestählt und muskulös. Doch sein Leibesumfang, der sich unter seinem schweren, schellachroten Gewand abzeichnete, schränkte seine Körperkraft nicht ein. Sein dunkles Haar war vom Silberfäden durchsetzt. Miles trat näher und beugte vor dem königlichen Stuhl das Knie. Bitte um Verzeihung, Sire, erwiderte er hölzern. Mein Hengst wurde heute bei einem Gefecht verletzt und ich habe ihn gerade versorgt, als ich euren Befehl erhielt. Der König maß ihn mit einem durchdringenden Blick und bedeutete ihm, sich zu erheben. Es ist es ist hoffentlich nicht Ernstes. Wir müssen so viele Pferde gesund erhalten wie möglich. Nein, Sir, es war ein durch eine Mistgabel verursachter Schnitt. Eine Fleischwunde, die nicht tief geht. Eine Fackel flackert in ihren Halterungen und gab ein sparsames Licht. Wilhelm forderte ihn auf eine Bank neben seinen Stuhl Platz zu nehmen und wies einen jungen Burschen an, einen Becher Wein zu reichen. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr nicht mehr als nötig haben, um die Hände zu heben und um Gnade zu flehen. Von Missgaben ganz zu schweigen, sagte er eisern. Ihr werdet morgen einen größeren Kreis ziehen, Miles. Nehmt, was wir gebrauchen können und verbrennt den Rest. Ich werde ein Feuer durch das Land schicken, das dem Schweif des Kometen gleicht, der den Tod von Harold, dem Usurpator, vorhergesagt hat. Die Engländer sollen mich durch Flammen und Schwert als ihren König anerkennen, wenn sie es nicht anders wollen. Miles schwieg, obwohl Wilhelm seine niedergeschlagenen Augen eindeutig als Ehrerbietung wertete. Einer der anderen Männer im Raum, ein hochrangiger Lord namens Robert de Tosny, Lord of Belvoir, wandte sich vor dem Kohlebecken ab, an dem er sich die Hände gewärmt hatte. Mir ist ein Gerücht zu Ohren gekommen, dass ihr eine englische Frau habt, die Calois, sagte er. Das muss ein langer, kalter Weg sein, der euch von eurem Ehebett fortgeführt hat. König Wilhelm musterte Miles scharf. Robert de Tosny war Fitz Osberns Schwager und eine so beiläufige, fallen gelassene Information konnte bloß der Wahrheit entsprechen. Was habt ihr dazu zu sagen? Die Tosny grinste hinterlistig wie ein Fuchs und legte es darauf an, Miles mit seiner Frage in Schwierigkeiten zu bringen. Er wirkte ausgesprochen selbstgefällig. Es stimmt an der Tat, erwiderte seine Gegner mit einem zwanglosen Achselzucken. Außerdem ist es Schnee von gestern. Ich habe noch am Tag der Hochzeit eine Kopie des Vertrages an den König geschickt und eine weitere bei den Menschen in Hereford hinterlegt. Nun, ich habe sie ganz bestimmt nicht zu sehen bekommen, beschwerte sich Wilhelm. Und meine Sekretäre hätten mich darauf aufmerksam machen sollen. Welches Recht habt ihr, ohne meine offizielle Erlaubnis eine Frau zu nehmen?
Das Eroberungsrecht, Sire, gab Mai zurück und presste die Lippen zusammen, bevor er sich seinem König gegenüber noch mehr herausnehmen konnte. Der unbehagliche Moment zog sich hin. Dann hellte sich Wilhelms finstere Miene auf und seine Lippen verzogen sich zu einem sparsamen Lächeln, das mit einem gehässigen Kommentar verbunden war. Wahrscheinlich hat einer meiner Beamten entschieden, dass die Heirat eines halbwallisischen Vasallen von niedrigem Rang angesichts der Flammen der Rebellion zur Unbedeutsamkeit verblasst. Wahrscheinlich hatte er recht, es sei denn, bei eurer Braut handelt es sich zufällig um Edith Schwanenecher. Keine Vergleich mit Harolds damaligen Matrese, mischte sich Tosny erneut großspurig ein. Meines Wissens wurde sie mit einer großzügigen Mitgift ausgestattet. Sie hätte eine bessere Mitgift gehabt, wenn euer Schwager nicht so erpicht darauf gewesen wäre, seine Handlanger zu schicken, um ihr Land zu verwüsten, gab Miles vorwurfsvoll zurück. Die Tosny hob die Brauen und machte ein kränktes Gesicht, während der König nach Argumenten griff, die keinen der Beteiligten kränkte. Ich habe nicht nach Komplikationen eurer Eheschließung gefragt, mäkelte er ungnädig. Eine Engländerin ist das, sagt ihr. Ja, Sire, Christen of Aschetike. Ihr Mann kämpfte bei Stamford gegen die Norweger und wurde zu schwer verwundet, um an der Schlacht bei Hastings teilzunehmen. Er hat euren Beamten für seine Ländereien den Lehnseid geschworen. Ein paar Jahre später starb er in einem Kampf zwischen den Männern des Earl of Hereford und dem Bruder seiner Frau, für den er nicht verantwortlich war. Der König rieb sich das Kinn. Ich vermute, ihr geht es aus gutem Grunde nicht auf den Einzelheiten ein, was ich für den Moment auf sich beruhen lasse. Was ich hingegen erfahren möchte, ist, ob ihr eurer neuen Frau traut. Ich zweifle nicht an ihrer Loyalität, versicherte Miles. Die Tosny verhielt sich wie ein eitler Orakel. Frauen wissen ja nicht einmal, worum es bei Kriegen und Auseinandersetzungen geht. Ach ja, sagte er hochnäsig und wollte sich wichtig machen. Wahrscheinlich hat sie bereits einen eurer englischen Diener in ihrem Bett genommen. Und wenn ihr zurückkehrt, wird sie den Balg, den sie trägt, als euren zu ausgeben und hinter euren Rücken über euch lachen. Der arrogante Lord wusste nicht, was ihm geschah, als er plötzlich an einen schmerzhaften Ringergriff gefangen war und sein Gesicht nach unten in das Becken mit den glühenden Kohleklumpen hinuntergedrückt wurde. Entschuldigt euch unverzüglich, bevor ich ein neues Lächeln in euer Gesicht brenne, verlangte Miles. Ihr idiotischer, wallischer Hurensohn, lasst mich los. Die Tosny wandte sich, versuchte sich aus der eisernen Klammer zu befreien, aber Miles reagierte darauf, indem er seinen Griff verstärkte und die Tosnys Gesicht näher an die glühende Kohlen heranbrachte. Der König beugte sich vor, lasst ihn gehen, Miles, damit er sich ebenfalls bei mir entschuldigen kann. Eine offene Sprache weiß ich zu schätzen. Beleidigungen, die aus der Gosse stammen können, werde ich nicht dulden. Widerstrebend lockerte Miles seinen Griff und trat zurück. Sein Opfer stieß sich mit rotem Gesicht und vor Wut schäumend von ihm ab, strich seinen Tunika glatt und wandte sich an den König. Wenn ich euch beleidigt habe, bitte ich um Verzeihung, Sire, sagte er, obgleich seine verkniffene Miene verriet, welche Überwindung ihn das kostete. Der Herrscher von großen Teilen der Insel bewegte ruckartig den Kopf und befahl knapp,
Geht und bringt mir euren Bruder. Ich will mit ihm sprechen. So, Miles. König Wilhelm lehnte sich zurück und streckte die Beine aus. Erzählt mir von eurer plötzlichen Heirat und dieser Engländerin, die so ein Muster an Tugend ist, dass ihr die Tosnys Gesicht wegen einer Bemerkung brandmarken wolltet. Bislang habt ihr euch auf die allerwesentlichen Punkte beschränkt. Jetzt will ich alles wissen und ich werde es merken, wenn ihr mir etwas verschweigt. Miles griff nach seinem Wein und trank einen großen Schluck. Es hatte ihn beruhigt, sich an Robert die Tosnys abzureagieren. Und er fühlte sich in der Lage, dem König mit sachlichen Neutralität zu berichten, was dieser wissen wollte. Machen wir noch weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bin ja schon ein bisschen weiter. Ach, machen wir bis dahin. Gut. Komm, nehmen wir das nächste Kapitel, dann können wir Schluss machen. Wilhelm hörte zu, dabei beobachtete er Miles mit halb geschlossenen Augen und strich sich über sein mit dunklen Bartstoppeln bedecktes Kinn. Es ging um Archetype. Angeblich war die Aneignung nicht allein aus Gewinnsucht erfolgt, sondern aus wildschichtigen Motiven. Wenngleich der König Miles einen seiner wertvollsten Kundschafter betrachtete, hatte er so einen Schwierigkeiten. Er musste das eine gegen das andere abwägen. Und gerade jetzt, wo er sich nicht sicher, zu welcher Zeit sich die Waagschale neigte. Im Zusammenhang mit Archetike gibt es noch etwas, Sire. Eine Gunst, die ich von euch erbitten möchte, wagte Miles einen Vorstoß, nachdem er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte. Dann nennt sie mir, entgegnete Wilhelm. Wir wollen einmal sehen, wie weit eure Dreistigkeit geht. Vermutlich bin ich euch für das Pferd meines Sohnes etwas schuldig. Er ist ein ausgezeichnetes Tier. Miles streckte sich und holte tief Atem. Also nicht Luft. Der Großvater meiner Frau sollte er noch leben, hat Landbesitz in dieser Grafschaft. Der größte Teil davon ist ein Dorf namens Osley. Statt zuzusehen, wie es vernichtet wird, falls er sich als feindselig erweist, bitte ich euch, es mir zuzusprechen. Ich kenne die genaue Größe des Besitzes nicht, habe jedoch Grund zu der Annahme, dass er nicht allzu groß ist. Zumindest nicht groß genug, um das Interesse eurer hochrangigen Lords zu wecken. König Wilhelm schürzte die Lippen und maß Miles mit einem abschätzigen Blick. Alles hat seinen Preis, die Kalois. Ja, Sire, ich weiß es aus Erfahrung, dass dem so ist. Dann verlange ich als Gegenleistung für das Anrecht auf dieses Land, dass ihr auf eigene Kosten bis Mare Lichtmess in meinen Diensten verbleibt. Von Stafford aus werden wir hoch nach York reiten und dann durch die Berge, um die Engländer aus Chester hinaus zu jagen. Ich werde eure Fähigkeiten dringend benötigen. Er sah Miles mit harten Augen an und schlug die großen Fäuste auf die Lehne seines Stuhls. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich kann euch nicht bis nach Weihnachten festhalten, aber wenn ihr geht, könnt ihr sicher sein, dass ihr den Besitz in Staffordshire an die Flammen verliert und eure Ländereien im Grenzgebiet dem Earl of Hereford übertragen werden. Miles starrte seinen Herrscher ungläubig an und bemühte sich, Ruhe zu bewahren. Er hatte seine Antwort. Oxley war in der Tat der Blutpreis. Wilhelms Gesicht spiegelte keine Erbarmen wider, nachdem er Miles Schwachstelle gesucht und gefunden hatte. Schlimmer noch war, dass der König ihm so harte Bedingungen auferlegte, um ihn auf die Probe zu stellen und ihn zu warnen, im Rahmen seiner Dienste seiner Grenzen zu überschreiten. Es half nichts. Miles schluckte den
schluckte das Gift hinunter und zwang sich vor seinen König niederzuknien und ihm den Lehnseid für den neuen Landsitz zu leisten, dass er an allen militärischen Aktionen im Winter teilnehmen musste, lehnte er ihn in Ketten. Wilhelm gab ihm den Friedensgruß und verabschiedete sich zufrieden. Zufrieden geht, sagt er. Haltet euch an eure Abmachung, dann halte ich mich an meine. Beim nächsten Mal fangen wir an mit 12. Ossley, Region Staffordshire. Ja, das ist das, was wir gerade gelesen haben. Ja, es wird spannend. Okay. Dann mache ich mal Schluss. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Video. Das kennt ihr ja schon. Liked, comment, abonniert und Patreon. Patreon ist ganz wichtig für mich. Nicht wegen dem Geld, wegen der Mitgliedschaft. Möchte eine Mitgliedschaft von euch haben. Das ist für mich ganz wichtig. Gut. Ja, was rede ich eigentlich? Macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Also macht's gut. Habt einen schönen Sonntag.